So, da sind wir auch schon wieder zurück mit dem neuen Shop-Video und heute sind einige seltene Skins wieder drin. Also ich muss sagen, inzwischen ist es in Anführungszeichen schon fast normal, dass irgendein Skin über ein Jahr nicht mehr im Shop war und dann heute quasi jeden Tag kommt irgendein neuer Skin rein, der schon ewig nicht mehr im Shop war. Aber das ist das, was ich schon vor langer Zeit gesagt habe. Irgendwann kommt gefühlt jeder Skin rein und alle Skins werden irgendwann ziemlich selten werden, weil halt einfach so viele Skins da sind, dass die gar nicht in einen Shop gepackt werden können jedes Mal. Und der Shop wächst eigentlich sogar jedes Mal. Früher hatten wir einfach nur 4 Skins am Tag, das war's dann. Aber inzwischen haben wir gefühlt 10 Skins mindestens immer drin. Aber wir wollen nicht so viel rumquatschen, wir gehen auch direkt rein in den Shop. Aber in erster Linie wollte ich nochmal Danke sagen an alle, die gestern schon bei den Custom Games mitgemacht haben. Wir hatten gestern dann schon wieder 15 Leute zusammen. Und der erfolgreichste war Busch der Dulli. Er hat 4 Siege gehabt, Obstladen 2, Jimmy 2 Siege. Wer hatte denn noch 2 Siege? Der Luca hatte 2 Siege. Und dann Unlucky 2 Siege. Also auf jeden Fall Dank an alle, die mitgemacht haben, auch auf Twitch, die da am Start waren und haben quasi mich unterstützt. Also nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank an alle. Und natürlich, die Custom Games werden weiter fortgeführt. Wir gucken mal, wenn die neue Season da sind, ob ich da wirklich, wie eigentlich geplant, extrem leveln wollte. Aber die Custom Games kommen so gut bei euch an und machen halt auch einfach Spaß. Also wir haben ja gesagt, wir machen so Monatsbesten und mal gucken, vielleicht lasse ich mal was einfallen, dass die 3 Besten, die da oben stehen, halt irgendwas bekommen. Aber jetzt wirklich genug Quatsch, gehen wir rein in den Shop. So. Wir fangen oben an. Einmal das Wanna See Me. Ja, ich weiß, tut mir auch leid, dass ihr den Ton nicht hören könnt, aber Copyright. Früher gab es das auch nicht, gab es kein Copyright, was Fortnite betrifft, aber inzwischen haben sie halt auf TikTok-Videos und hast du nicht gesehen. Deshalb ist da leider der Ton weg. Dann haben wir des Weiteren Inferno drin. Auch ein schöner Skin. Die Feuerskins an sich gefallen mir sowieso richtig gut. Dann haben wir Vintage Ramirez wieder drin. Ist in meinen Augen trotzdem ein OG-Skin, aber ist halt neu reingekommen. Von daher weiter im Text. Dann originale Headhunter. Dann haben wir erste Wildcard drin. Und die Vorhutkämpferin Benji. Und noch unser Ben. Jonessy, der Erste. Und noch Newcomer Spitfire. Eieiei. Und noch originaler Renegade. Weil da steht echt originaler Renegade. Ah ja. Dann haben wir auch noch den klassischen Hawk. So viel zum Thema Skins. Hat einer mitgezählt? Und dann haben wir noch der OG-Kleider. Ich liebe aber die Kleider wirklich. Gefühlt sind es halt wirklich OG-Kleider und auch die besten Kleider. Du siehst immer noch alles von der Map, alles passt. Also ich sage, mit den Kleidern bin ich so oder so immer schon zufrieden. Dann haben wir halt das Emote. Und denkt dran, einige von euch haben es gestern schon getan. Wer mich gerne unterstützen will, gerne meinen Creator-Code eintragen: YT-FamilyHack. Auch wenn ihr bei Epic Games andere Spiele kauft oder so, immer irgendeinen Creator eintragen. Wenn es ich bin, ist natürlich auch gut, um Gottes Willen, danke für den Support. Aber ihr verschenkt halt wirklich Geld. Weil so können andere noch unterstützt werden und die haben halt auch noch was davon und können so natürlich auch noch mehr Content für euch machen oder irgendwelche Verlosungen oder hast du nicht gesehen. Also in dem Sinne, immer einen Creator eintragen. Immer ein Creator eintragen, wenn es um irgendwas geht von Epic Games. So, gehen wir mal weiter. Achtung. Ja, der Skin war schon lange nicht mehr da. Jetzt werden wahrscheinlich mir wieder einige in die Kommentare reinschreiben: Och nö, och nö, nicht der Skin. Aber es ist klar, es kommen gefühlt alle wieder rein, außer halt die aus den Battle Pässen. Weil bis jetzt kam, glaube ich, gefühlt noch keiner aus dem Battle Pass wieder in den Shop rein. Also das bleibt wohl echt exklusiv. Aber für 1200 V-Bucks kann man sich den Skin gönnen. Ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Mein Fall ist es ganz ehrlich nicht. Dann haben wir toxischer Trooper auch wieder drin mit passendem Rückenaccessoire. Der geht aber eigentlich. Ist zwar ein bisschen cringe, der Skin, aber wird auch nicht so oft zu sehen sein. Ich sage, jetzt fängt sowieso an, dass man 1000 Skins hat. Und man wundert sich echt, was war das denn nochmal für ein Skin? Dann haben wir neu den Kritzelkumpel drin. Okay, Äffchen, was haben wir noch alles? Halt einfach,
Ist ein bisschen custom, würde ich sagen, die Tarnung. Also okay. Ist okay. Und so sieht es eigentlich recht nice aus. A 500 V-Bucks für eine Tarnung. Naja. Dann Disco Party. Und das Emote haben halt auch einige. Es hört schon auch geil an. So, dann Shanti für das Team. Ihr wisst, ich finde dieses Lied so geil. So, extra für euch, bisschen lauter. So, machen wir mal weiter. So, was haben wir noch drin? Einmal klack. Aber ganz kurz nochmal klack. Ah, ist zwar ein lustiges Emote, aber naja. Ist jetzt nicht so der Burner. Wir sind halt auch so verwöhnt inzwischen, was es für geile Emotes gibt. Dann hat den Trooper hatten wir schon. Dann haben wir des Weiteren. Das Kratos-Paket ist wieder da. Mit natürlich Kratos selber. Dem passenden Rückenaccessoire. Ganz ehrlich, da sage ich ganz, wieso ist das überhaupt erlaubt? Weil das ist ja in Anführungszeichen ein lebendiger Kopf. Das ist schon ein bisschen heftig, finde ich. Und dann, ja, die Axt ist schon nice. Also da muss ich echt sagen, hat schon was die Axt. Gerade jetzt, wo wir so auf Vikings-Trip sind. Dann haben wir das Wächterschild wieder drin. Und das Emote. Das ist auch nice. Das Ganze halt, wie gesagt, für 2200 V-Bucks. Aber natürlich auch einzeln zu haben. Kratos für 1,5. Die Pickaxe und das Emote für 1000. Ich muss sagen, es ist schon gut gemacht. Puh. Also die Axt ist geil und das Emote ist auch geil. Ah Gott, ihr seht meine V-Bucks. Ich versuche hart zu bleiben. Dann haben wir das Wächterschild wieder mit drin. Und wie gesagt, ganz Paket für 2200 V-Bucks. Was haben wir noch drin? Ja, Laserbeam ist natürlich immer noch drin. Aber da sage ich halt wirklich, es ist Geschmackssache. Aber ich muss sagen, wir haben auch viele Stile dafür. Also 4 verschiedene Stile. Ist okay, um Gottes Willen. Aber das Paket an sich holt mich halt einfach nicht ab. Dann noch hier das passende Emote. Ihr seht, im Besitz, da war wieder einer fleißig. Grüße geht raus. Es ist schon nice. Das Emote ist schon geil. So, dann natürlich die Pickaxe, Rückenaccessoire. Gehen nochmal ganz kurz schnell die Preise durch. 1,5 für den Skin mit Rückenaccessoire. Für die Pickaxe 800. Aber denkt dran, die Pickaxe hat 2 Stile. Also ihr habt einmal einen kurzen Hammer, einmal einen langen Hammer. Dann haben wir das Emote. Das ist schon nice. Also wenn du einen gekillt hast und setzt dich da hin und isst erstmal entspannt was, hat schon was. So, das war das. Dann haben wir, ja, es geht noch weiter, ich sage ja. Der Master Chief. Ja, schöner Halo-Skin. Obwohl ich eigentlich nie Halo gespielt habe. Aber der Skin an sich ist schon nice. Ich meine, man kennt die Bilder logischerweise von Halo. Halo. Mann. Aber ist schon nice. Und dann das passt. Man kennt es. So, das Ganze gibt es. Das Skin samt Rückenaccessoire 1,5. Was ich sage, 1,5 ist echt okay. 2000 wäre übertrieben gewesen. Dann die Pickaxe für 800. Dann der Kleiter für 1200. Das finde ich halt wirklich übertrieben. 1200 für so einen Kleiter. Klar, aber er ist einfach riesig. Das ist einfach nur ein Running Gag und kein Kleiter, den man wirklich benutzt, sag ich jetzt mal. Dann Bartok Junior. Das ist wieder geil. Das ist nice. So, das war das Paket. Und, ach, da haben wir noch ein Paket. Das Joker-Paket für 30 Euro. Aber, sag ich immer, in meinen Augen deutlich überteuert. Dann das Fortnite-Crew-Paket. Wie gesagt, ich krieg meine erst am 19. März. Und da würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Erstmal nochmal Danke an alle, die mich halt unterstützen. Gerne auch meinen Creator-Code eintragen, YT-FamilyEgg. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Shop-Video oder halt im Livestream. Also immer die Augen ein bisschen offen halten. Und in dem Sinne, haut rein.